Hallo, man kann nicht viel sagen. Lichtgeschwindigkeit 1885 heute Samstag. Ich habe die Zeitung heute angeguckt, aber ich habe schon seit heute Morgen um 8 Uhr das Radio an. Und insofern gibt mir die Tageszeitung hier Folgendes her. Frankfurter Allgemeine Zeitung, schweres Erdbeben erschüttert Japan. Und dann sind hier eindrucksvolle Bilder, die man ja auch im Fernsehen sieht. Da ist so ein modernes Hightech-Kraftwerk. Und hier ist eine Flutwelle, ein wahnsinniges Foto. Also an den schlimmsten Stellen, 10 Meter hoch, über 200 Kilometer breit ist das von der japanischen Pazifikküste hergekommen. Dann konnte man sehen, wie Streichholzschachteln hier die Teile auf dem Flughafen und so weiter. Also die wichtigen Nachrichten hier sind aber trotzdem nicht nur, was alles an Nachrichten vernachlässigt wird, nämlich beispielsweise in China ein irres Erdbeben mit 17.000 Toten und vielen zerstörten Dörfern und Städten und so weiter. Ich werde das aber davon abgetrennt hier jetzt nochmal extra machen. Wir sind jetzt also bei dem Super-GAU. Super-GAU sagt man dann, wenn ein GAU, also die größte denkbare Katastrophe, in einen unbeherrschbaren Zustand übergegangen ist. Und das beginnt hier in diesem Atomkraftwerk bei Tokio ja damit, dass man gar nicht genau weiß, was überhaupt Sache ist. Ja, man kann da nicht reingucken. Und bevor man also die schlimmsten Angaben jetzt publiziert, wird er ja abgewiegelt. Es ist nicht wie bei Tschernobyl, dass es gar keine Nachrichten gab, sondern hier ist es so, dass es eben die Gutenbergsche Salamitaktik gibt. Es wird immer etwas gesagt. Aber nochmal zur Tagesnachricht. Die Europäische Union hat also ausgesprochen Rücktrittsforderungen an Gaddafi, ohne dass da irgendein Handeln dahinter steckt und vor allen Dingen ohne eine Handlungsmacht. Solche Parolen zu proklamieren ist völliger Unfug und macht nur unglaubhaft, weil nichts dahinter stecken kann. Und will man, hier ist ein von Günter Nonnenmacher ein Leitartikel, das Risiko des Westens. Da wird Stufe für Stufe durchgegangen, was denn alles geschehen könnte, wenn man wirklich militärisch irgendwie eingreifen wollte. Das heißt gar nicht, dass das in irgendeiner Weise erfolgreich wäre, sondern es könnte werden wie im Irak, wie in Jugoslawien oder auch wie in Afghanistan, dass man unbegrenzt Krieg hat. Und es könnte aber auch sein, dass man selbst was auf die Nase bekommt und so weiter. Ich möchte ja nur vorschlagen, dass hier wirklich mit Nüchternheit und Verstand herangegangen wird. Das ist im Moment noch gar nicht der Fall. Und dann kann man sagen, es ist der Zeitfaktor natürlich wichtig, ja, die Zeit drängt. Aber auf der anderen Seite kann man doch nicht nur, weil die Zeit drängt, schnell unsinnige Entscheidungen treffen. So viel jetzt zu diesen allgemeinen Nachrichten und jetzt zu dem Thema von heute. Ich habe das hier aus dem Radio mir dokumentiert und da ist also Folgendes zu sagen. Eine weiße Wolke über dem Atomkraftwerk von, wie heißt der Ort, Fukushima, angeblich 200 Kilometer von Tokio entfernt. Fukushima, 6 Atomkraftwerke nebeneinander und nun ist Folgendes passiert. Der deutsche Bundesaußenminister redet von Mitleid mit den Opfern der Naturkatastrophe. Das ist keine Naturkatastrophe, mit der wir zu tun haben. Naturkatastrophe ist das, was gewesen ist, das große Erdbeben, die Zerstörung durch das Erdbeben, in der Folge des Seeerdbebens dann die große Flutwelle Tsunami auf die Ostküste Japans, die sozusagen im Zusammenhang mit dem großen Erdbeben und den Nachbeben da die gesamte Hightech-Infrastruktur der dicht besiedelten Landschaft von Japan zerstört hat
Und zwar so, dass jetzt nicht nur kein Strom da ist, dass man die Straßen nicht benutzen kann, dass also auch alle eventuellen Notfallpläne und so weiter, die ja an die Hightech gebunden sind, auch gar nicht funktionieren. Also man ist jetzt in das Himmelreich der Fußgänger zurückgekehrt und sieht, wie dumm es ist, von einer Naturkatastrophe zu sprechen, wenn es hier um eine Atomkatastrophe geht, den Super-GAU, nämlich in der Folge, dass die Flutwelle die Technik ausgesetzt hat, auch die Ersatztechnik, die Ersatzaggregate und so weiter, die jetzt im Zweifelsfalle die Atomkraftanlagen hätten kühlen sollen, nicht funktionieren. Jetzt erklären uns Leute kompliziert, die das abwiegeln wollen, ja, die äußere Hülle sei explodiert wegen Dampf, aber die innere Hülle sei noch heile, aber die wissen, seit wie vielen Stunden die Kühlung nicht funktioniert, und ohne Kühlung macht das Ding eine Hitze, in dem das gar nicht erhalten bleiben kann. Und wenn kein Kühlwasser mehr da ist und so weiter, also die lügen jetzt, die lügen, 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 das ist die Stunde der Wahrheit, in der Stunde der Wahrheit heißt es bekanntlich immer lügen, lügen, lügen. Und jetzt will ich mal hier kurz reinfassen, ich habe mir das notiert, weil ich da auch nicht sozusagen die Pikanterie der Wortwahl dieser Lügen, dadurch, dass ich das selbst etwas umformulieren würde oder so, weil zu solchen Schweinereien bin ich gar nicht fähig. Also da wird zum Beispiel gesagt, wir haben eine unbeherrschbare Situation. Das ist die Definition für Super-GAU. Dann wird die Zahl der Menschenopfer gar nicht gefragt. Da wird immer von ein paar hundert geredet, und dann ist da auch mal einfach eine Ortschaft von 17.000 Leuten, wo 10.000 Menschen über den Daumen vermisst werden. Ja, was machen die? Schwimmen die jetzt im Wasser oder wie? Schwimmen, ja. Sonnen sich. Gut, also der Wind ist Naturkatastrophe, zugegeben. 25 Millionen Menschen sind jetzt betroffen davon, und eigentlich ist Japan so dicht besiedelt, dass wir da, also wirklich, es einem schlecht wird, wenn man nur daran denkt, was diese Leute jetzt dort erleben müssen. So, das ist Hightech, das ist die größte technisch denkbare mögliche Sicherheit, die man dort angewendet hat. Und trotzdem muss man jetzt feststellen, was dort passiert ist, ist alles schlussfolglich völlig einfach zu verstehen. Ja? Die Flutwelle hat da die Hilfsstromtechnik weggehauen, und nun haben sie keinen Strom, jetzt können sie ihre Dinger nicht kühlen. Und ein Atomkraftwerk, wie gesagt, kann man nicht abschalten wie ein Internet. Ja, das glüht noch lange nach, es muss noch lange nach gekühlt werden. Und sie haben keine Chance, das analog, also im Real Life, mit Wassereimern zu löschen, wie man ein altes Bauernhaus löschen konnte. Also wir haben das Erdbeben, dann haben wir das Tsunami, die Flutwelle, und dann haben wir das Durchbrennen der Atomanlage. Und dann haben wir die Zerstörung der Infrastruktur, und dann haben wir die Menschen, die dort aktuell umkommen und die dann aber durch die Strahlung in den nächsten 20 Jahren mit allen möglichen furchtbaren Tschernobyl-Krankheiten kaputt gehen. Cäsium 137 ist freigesetzt, das geht nur, wenn von den Brennstäben aus sozusagen die Dichtungen nicht mehr in Ordnung sind. Sonst kann, in der äußeren Hülle ist normalerweise kein Cäsium 137, das messen die jetzt schon in der freien Luft. Und insofern ist das nicht die Wahrheit, was sie erzählen. Also der Bundesumweltminister Norbert Röttgen hat auf dem CDU-Parteitag in Nordrhein-Westfalen nun gesagt, beten, da haben sie gebetet, Schweigeminute, hat er gesagt, er möchte jetzt nicht diskutieren. Aber dann hat er auch gesagt, auf die Frage, ob er sich anständig informiert fühlt, hat er gesagt, das ist jetzt nicht die Frage. Beim Deutschlandfunk, auf die Frage, welche Informationen er hat er auch nicht geantwortet. Und er hat dann hinterher noch gesagt, er hielte es nicht für ausgeschlossen, dass die Geschichte schon durchgebrannt sei. Ja, also das sagt, äußert er jetzt als einen Verdacht. Er hat aber weder auf die Frage, ob er gut informiert ist, noch welche Informationen er hat, hat er Auskunft gegeben. Mit anderen Worten, wir haben jetzt zwischen dem Insiderwissen des Ministers und der allgemeinen Öffentlichkeit schon den Cultural Gap, ja, die Kluft der Kultur. Da sind die mit dem Machtwissen und der Salamitaktik à la Gutenberg, und hier sind wir Idioten, die das mitmachen müssen. Und dann hat also der Guido Westerwelle in seiner Pressekonferenz um 15 Uhr gesagt, seine Solidarität und Mitgefühl mit allen Menschen, die an den Folgen dieser Naturkatastrophe leiden. Ja, da ist er aber Teil der Naturkatastrophe, und wir würden uns freuen, wenn er nur ein Teil der Kulturkatastrophe wäre, aber er ist auch eine Naturkatastrophe. So, und dann sind diese Opferzahlen, die wir zu erwarten haben, natürlich ganz schrecklich. Und die Atomunfälle von Harrisburg und von Tschernobyl und von Japan jetzt seien nicht vergleichbar, weil das verschiedene Anlagen sind. Insbesondere erlauben sich keine Rückschlüsse oder Vorhersagen auf die deutsche Sicherheit der deutschen Anlagen. Und zwar, das Argument ist, die Anlagen sind nicht vergleichbar. Ich brauche keine Vergleichbarkeit mit
Tschernobyl und Fukushima, denn mir genügt Fukushima. Ich habe dieses Bild hier 1979 gemalt. Ja? Das ist im Dunstkreis der Gründung der Grünen, der Atom, wo ich beteiligt war, der Anti-Atom-Bewegung und so weiter. Das konnte ich schon bei Tschernobyl benutzen, da ist auch die weiße Wolke und die verdampften Leute. Das kann ich dann immer zum passenden Moment herausholen. Das hat mich sehr getröstet, dass ich es malen konnte. Es steckt ein bisschen Häme da drin, weil ich das durchaus nicht für besonders intelligent finde, eine nicht beherrschbare, geschlossene Technologie mit der demokratischen Mehrheit politisch zu verhindern. Ich sehe aber, dass bei uns mir Leute in die Kommentare der Lichtgeschwindigkeit hineinschreiben, wenn das nicht mich persönlich betrifft, warum soll ich mich denn dafür interessieren? Das sind natürlich Idioten, die sowas sagen. Die interessieren sich weder für Gutenberg noch für Heinrich von Kleist und auch nicht für Atomkraftanlagen. Es sei denn, sie wohnen in Grunde oder in Geesthacht mit einer prosperierenden Gemeinde mit goldenen Türklinken, weil natürlich die Atomindustrie am Sitz des Geschäftes ordentlich Steuer bezahlt. Das finden die dann total toll. Also, ich kenne Leute, die selbst beruflich solche Anlagen verwalten als Ingenieure. Es tut mir sehr leid, die haben inzwischen Eigenheime und Grundstücke gekauft und fahren ein Sechszylinderauto und so weiter. Es tut mir leid, ich akzeptiere das moralisch nicht. Man kann nicht sagen, Leute, verzichtet auf euer täglich Brot, aber es geht nicht, so geht es nicht. Und es ist also mit anderen Worten so, dass wir jetzt hier täglich am Tropf hängen und es doch die Diskussion darüber geben muss, ob es denn möglich ist, dass unsere Regierung politische Entscheidungen trifft über die Köpfe des Parlaments hinweg, über die Köpfe der Wähler ohnehin. Und da nehme ich jetzt nochmal die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute. Da ist hier immerhin der Bundestagspräsident Norbert Lammert, CDU, der hat hier gesagt, Regierung agiert verfassungswidrig. Bundestagspräsident Lammert hat die Bundesregierung scharf dafür kritisiert, ohne förmliche Beschlüsse des Parlaments Gesetze außer Kraft zu setzen. Da handelt es sich auch um die allgemeine Wehrpflicht. Ja? Die wird schon abgeschafft, ohne dass es überhaupt bereits beschlossen Gesetz ist. So, das ist meine Lichtgeschwindigkeit hier heute. Und es ist kein Spaß, ich kann nur sagen, liebe Leute, verzagt nicht, sondern mischt mit, sagt eure Meinung. Ihr könnt für die Atomkraft sein und ihr könnt auch gegen die Lügen der Politiker sein. Ihr müsst euch klar machen, dass kein Mensch ins Parlament kommt ohne Partei. Wer aber über die Partei ins Parlament kommt, der wird nach einem vollkommenen Abrichtungssystem auf die Listen gesetzt. Und wer sich bei der Partei nicht abrichten lässt, kommt auf keine Wahlkampfliste. Der kann nicht kandidieren. Das heißt, wir haben im Bundestag lauter abgerichtete, unterworfene Befehls- und Geldempfänger. Und die nicken koalitionsspezifisch ab. Da wird vorher gesagt, wie die Abstimmung ausgeht und dann nicken die das ab. Ich erlebe ganz selten diese Situation von Norbert Lammert. Der hat nun eine gewisse Sonderrolle als Präsident. Der wagt überhaupt irgendwas Kritisches anzumerken. Das ist so wichtig in der Demokratie, diese Menschen zu befragen und zu stützen. Also, alles Gute.